Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Kane. Wir sind heute wieder im Roadstop Neandertal in Mettmann und heute bereiten wir eine super leckere Chicken Plate vom Grill zu. Hier seht ihr die drei Teilstücke, die ich für unsere heutige Chicken Plate ausgesucht habe. Da haben wir einmal die Supreme Hähnchenbrust. Die ist besonders elegant, weil die noch so einen kleinen Schlegel hat und man kann die daran auch besonders schön festhalten. Dann habe ich hier die unverzichtbaren Chicken Wings, die gehören für mich immer dazu. Und das hier sind ausgelöste Hühnerkeulen, die esse ich besonders gerne. Unser Maishähnchen kommt aus dem Südwesten Frankreichs, hat ungehindert Zugang zur freien Natur. Dort ernährt es sich von wildwachsenden Kräutern und Gräsern, bekommt aber natürlich hauptsächlich Getreidefütterung. In der Hauptsache ist das Mais. Das sorgt für eine intensive Farbe und für ein sehr leckeres, schönes Aroma. Wir werden die jetzt gleich alle mit unserem Magic Dust rubben und später noch mit unterschiedlichen Soßen glasieren. Unseren Grill habe ich auf ungefähr 200 Grad indirekte Hitze eingerichtet. Dazu habe ich links die Brenner an, rechts die Brenner aus. Die Hinterkeulen und die Chicken Wings werde ich gleich nach oben packen. Da bekommen die etwas mehr Hitze und das können die auch gut gebrauchen. Damit die Brust ein bisschen sanfter gart, werde ich die gleich hier unten hinlegen, möglichst weit von der Flamme weg. Im besten Falle ist dann hinterher auch alles gleichzeitig fertig. Unser Hähnchen ist auf dem Grill und während das gart, können wir uns um die Soßen kümmern. Zuerst die für die Chicken Wings, denn die sollen ja hot und spicy werden. Und dazu nehme ich ganz normal unsere Barbecue-Soße, mische da aber noch eine ganze Menge Cayennepfeffer mit unter. Als zweites machen wir jetzt die Soße für unsere Hähnchenbrust. Die soll jetzt sweet and spicy werden. Das heißt, ich nehme wieder unsere Barbecue-Soße. Diesmal mische ich die dann aber mit etwas Ahornsirup, ungefähr zu gleichen Teilen. Das gibt eine schöne intensive Süße und ein malziges Aroma. Und damit wir aber immer noch ein bisschen Schärfe drin haben, kommt wieder etwas von dem Cayennepfeffer dazu. Jetzt müssen wir noch eine Soße für die Hinterkeulen machen. Dazu habe ich eine Variante der Alabama White Sauce. Nicht das Originalrezept, aber es passt sehr gut. Dazu habe ich hier Mayonnaise. Da kommt dann Apfelessig dazu, ein bisschen Cayennepfeffer, Magic Dust, etwas Meerrettich, der ist jetzt hier aus dem Glas, der scharfe. Und zum Abschmecken kommt ein bisschen Limettensaft da rein. Unsere Soßen sind fertig. Die genauen Rezepturen findet ihr bei uns im Blog. Das Hähnchen sieht auch schon sehr gut aus. Das heißt, ich werde das jetzt einpinseln, dann lassen wir es noch 5 Minuten drauf und danach können wir servieren und essen. Hier ist jetzt unsere fertige Chicken Plate. Sieht absolut fantastisch aus. Und wenn ihr das riechen könntet, würdet ihr das auch sofort essen wollen. Es ist wirklich ganz einfach zu machen. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Solltet ihr unbedingt nachmachen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und schreibt mir dann in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Bis bald, euer Olli von Don Kane.